Grüner Schlüssel, der war für oben, oder? Ja. Fast sonst ganz ist hier nix. Nee. Wow. Wir machen einen ganzen Raum für einen Schlüssel. GZ. Hier ging's hoch. Aber langsam wird's Tag, ja. Ja, aber so viel heller wird's denn hier drin auch nicht. War es noch höher mit dem Ding, ja, oder? Großer Gott. Ja, es hatte dann immer keiner mehr Lust. Und ich habe auf Raft eigentlich immer Bock tatsächlich, weil ich auch nie wirklich so dazu kam, ein riesiges Dingens zu bauen, Floß zu bauen, weil das die anderen immer nicht wollten, dass ich es baue. Alina, die Badewanne, ha? Die wär's doch, wenn sie sauber wäre. Wieso gibt es eigentlich zwei Badewannen? Also ein Whirlpool. Einmal für die dazugehörige Party. Oh. Oh, mein Speer ist gerade mal kurz Schrott, warte. So. Mittlerweile schon 9 Fleischstücke. Damn. Kiste. Hinweis. Okay. Das ist jetzt auch gerade ein Feuerzeug namens Anzünder. Anzünder. Ich dachte gerade, eine Ratte wäre schon wieder hier. Ich glaube, hier außen waren wir schon mal. Ja, stimmt. Hab ich vergessen. Ich esse mal ein Pilzomelett, ja. Damn, der Boost von dem Pilzomelett ist auch nicht schlecht. Heilige Scheiße. Ich glaube, es würde sich lohnen, wenn wir bald mal einen Topf machen. Ich übernehme gerne den Kochpart. Große Wand nimmst du auch. Wer nimmt die große Wand denn nicht? Ey, was haben wir jetzt bekommen? Vielleicht der untere unten wieder ganz runter im Keller mal gucken, ob wir es zusammenbauen können eventuell. Warte, wir haben 5 mechanische Teile, Leitung, Kugel, Gastank, Anzünder. Die 5 mechanischen Teile können wir schon für was nutzen. Ja. Die waren schon für was. Aber was wir auf jeden Fall noch brauchen, unten war der blaue Schlüssel. Ne, den hatten wir doch. Sonst wären wir gar nicht, in die Stairs gekommen. Ne, den hatten wir schon. Safe. Es war unten noch ein Schlüssel, oder? Ne, das war der, den wir zuerst gefunden haben. Und die Ratte ist wieder da. Ich sehe dich kaum. Na. Hier so. Oben habe ich. Ich habe gerade mal fertig gegessen. Achso. Deswegen hat mich die Ratte etwas überrascht. Die bei mir im Wohnzimmer stehen, denn mein Bad ist winzig. Nee, brauchst du halt auch ein Badezimmer, was groß genug ist, gell? Kommst du, Lena? Hast du noch eine Lampe? Weil hier ist echt diesig. Ja. Das ist aber echt blöd, dass die Lampen so kaum halten. Dass du so vor allem nicht einen ausschalten kannst. Ja. Und mal auch noch irgendwo eine Ratte. Muss noch eine Menge lang. Ja. War die hier drin? Nee, doch nicht. Ah nee, weiß ich, war hier, aber nee, hier war es gar nicht mit zusammenbauen. Wo war das nochmal? Weiter vorne? Nee, weiter hinten. Ah, hier ist die Ratte. Oh Gott, Alter. Die Ratten machen das für mich voll zum Horrorgame. Dann war's da bestimmt. Ich schon nicht auf die Roboter. Ja, aber gut, da ist wenigstens nicht dunkel. Die sieht man wenigstens schon super weit. Das stimmt. Das ist Bathroom. Da was zusammenbauen ist Schwachsinn. Hier war das doch. Oh, ne, ist die Küche. Ne, ist die Küche. Hä? Hey. Hier. Da hinten. Ah, der Wagenheber. Elektrische. Und die Bombe. Und die Bombe. Dann müssen wir wieder hoch. Yes. Hoch, runter, hoch, runter. Ratten sind doch süß. Ja gut, die jetzt nicht. Ja, die nicht. Sonst sind Ratten süß. Da gebe ich dir vollkommen recht. Kanalratten bin ich jetzt auch kein Fan von. Aber ja, als Haustiere sind sie sehr niedlich. Ich weiß gar nicht, wie weit hoch wir müssen. Also ganz hoch für die Bombe, klar. Für den Wagen hier habe ich schon wieder vergessen. Auch fast Ratte. Ganz hoch. So. Immerhin halten so nur 3 Schläge aus. Bin mal gespannt, ob es irgendwann bessere Waffen gibt als den Speer, den wir haben. Ja, mit den Titanenbarren mit Sicherheit. Hier ist der Wagenheber.
Buch. Schüttel, schüttel, rüttel, 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 rüttel. Erstmal das ganze Schiff bewegt. Calling the cost of the project's realization borderline criminal and its scope outrageous at least. Despite vocal opposition, the floating cities project does not appear to be slowing down anytime soon. According to former General Olaf Wildstrom's latest statement on the issue, we are fully aware of the strain this puts on our people. Nevertheless, options are becoming increasingly limited. Ich kann, glaube ich, eine ganze Küche bald bauen. Übrigens, in der Kiste waren mehrere Bolzen und mehrere Metallscharniere und so Zeug. Oh, nice. Ja, dann hoch zur Bombe, würde ich sagen, wa? Jo. Olaf Wildstrom chose to terminate the interview. Reaching out to these anonymous sources, we were able to further corroborate his story. Hm. Ich weiß nicht, ob es Schaden macht, aber oh. Schüttel, schüttel, rüttel, rüttel. Ist das dunkel hier? Eine Kiste mit Gegarte, Rübe, Kokosnüssen und Wassermelone. Lenkrad, Bauplan. Es gibt ein Lenkrad? Ja, wir hatten doch, das hatten wir doch selber schon, den Motor und Lenkrad und Biodiesel und sowas. Nur beim letzten Mal auch, in der letzten Staffel. Und Biokraftstoff habe ich aufgenommen. Gab sie draußen noch was? Nicht so. Habt ihr mal aufgemacht? Achso, jetzt rennt sie da weg. Ja, aber wir können von hier aus runterspringen, weil wir haben jetzt, glaube ich, alles, gell? Ne, wir haben einen Hinweis. Haben wir einen Hinweis schon für Dingens? Ja, haben wir. Balboa Island. Ich aufgenommen. Und wir haben ja das Aufnahmegerät noch. Wo brauchen wir denn das denn? Ja, ich glaube, für das eine Tape, was wir uns angehört haben. Achso. Kann man von hier oben runterspringen? Ja. Außerdem kann man hier noch was, noch Zeug sammeln. Wo? Hier unten. Ach, ist ja eine ganze. Ach, oh. Das ist neu, oder? Ja. Ja, ich versuche mal, hier runterzukommen ohne Schaden. Ich weiß gar nicht. Keinen Schaden bekommen. Okay, ach, lol. Ich habe ein mechanisches Teil gefunden. Hä, hey, aber das ist doch eins zu viel. Wir haben doch nicht. Ja, ich glaube, falls man nicht so der beste Sucher ist. Ja, kennen Sie mich aber schlecht. Extra. Biodiesel, ja. Kein Erdgas. Biodiesel ich kann nichts nicht mehr aufnehmen. Magst du. Wo bist denn du hinter mir? Ich glaube, die Palmblätter kann ich nicht aufnehmen. Ich mach mal gerade meine Axt noch mit kaputt. Ja, ich kann die Flossen so wieder aufziehen, weil mein Sauerstoffding ist halt auch wieder fast kaputt. Die Flossen benutzt du tatsächlich nur im Wasser. Also da muss man sich keine Sorgen machen. Aber das Luftding? Auch. Achso, ja, aber ist trotzdem fast kaputt. Das war alles hier, oder? Ja, gut, unter Wasser gibt es, glaube ich, noch, oder? Oder auf der anderen Seite? Ich weiß es gar nicht, guck mal. Was hat Lena im Mund? Oh, eine Zunge. Nein. Hast du keine? Das stimmt, ja, aber die Antwort macht es deswegen nicht besser. Aber doch, hier gibt es ein bisschen. Oh, hier gibt es so ein. Ah, ich kann das alles nicht aufnehmen. Hier kommt jetzt Bruce. Dieser Bucht würde mich das extrem wundern. Ach da, bist du schon. Ja, Bruce muss ja irgendwo sein. Mensch, Noli. Noli ist auch neu. Das meinte ich nicht. Das dachte ich mir schon. Das ist so ein zum Atmen, die Sauerstoffgerät. Genau. Wie war das? Den Bauplan Lenkrad braucht man nicht mehr, gell? Nee, dadurch, dass wir ihn angeguckt haben, können wir das Ding jetzt erforschen. Okay, weg damit. Ich kann davon gar nichts aufnehmen. Das ist ja jetzt eher antiklimaktisch. Die Mangosamen hätte ich nämlich ganz gerne. Ja, die zwei können auch weg. Bist du wieder auf dem Floß oder wo bist du? Nee, ich bin auf dem Weg aber hin. Beziehungsweise gucken wir noch die Unterwasserwelt hier drumherum an. Gibt es denn viel aufzusammeln oder eher nicht so? Nö, nicht so. Ein bisschen Algenzeug, Seetang. Ouch. Mechanisches Teil. Ich habe jetzt auch noch eins gefunden. Ah, da bist du. Hi. Ja,
Hai gefunden. Ich auch. Und der Hai hat auch meinen Arsch gefunden. Wie fand er ihn denn? Anscheinend sehr knusprig. So, dann gucken wir mal. Ne, die waren... Ach, Mangosamen brauchen wir gar nicht mehr. Melonensamen brauchen wir auch nicht mehr. Wir brauchen nur noch Ananassamen. Das sind die einzigen Samen, die noch... wo wir noch nicht 20 von haben. Da können die weg. Da können die weg. Was denn? Cindy und ich verstehen uns. Wegen Samen oder was? Nee, wollte ich ja auch gerade fragen, wie er ihn fand. Ach so. Ach nee, das haben wir da drin. Okay, dann kann die Melone da rein. Und das ist okay so. Hä? Das sind 20 schon. Wir brauchen wirklich die scheiß Kochstation. Weil ich... Das ist alles viel zu viel hier. Alles viel zu viel. Mein Atemgerät ist übrigens kaputt jetzt. Tatsächlich wirklich. Na gut, wenn es fast kaputt war, dann hat das bisschen Schwimmen halt gereicht, ne? Yep. Wo sind nochmal die Rezepte drin? Im Schrank. Aber der Schrank ist voll. Ich wollte schon einen neuen bauen. Gib mir die Rezepte einfach, dann mache ich einen neuen Schrank und stelle ihn irgendwo hin. Ich meine, eigentlich kann man sie auch mal aufhängen und dann einfach irgendwann wieder abmachen. Ach so. Damit sagen wir Mango-Nana. Naja, ist ja egal. Sieht hübsch aus. Wo soll ich den Biokraftstoff eigentlich hin tun? Welche Kiste? In die verarbeitete Sachenkiste oder so. Ah ja, und ich habe noch das hier für dich, Lena. Liegt links neben dir. Ah, danke. Schöne Böden. Genau, Gesundheit an Leon. Das hat man nämlich gehört. Wieso ist das hier drin? Das ist aber nicht richtig und das auch nicht. Zack, zack, zack. Zack. Also ich könnte tatsächlich das Boot ein bisschen weiterbauen, weil wir haben mittlerweile auch einige an Sachen, wenn ich darf. Ja. Die da eine Toilette? Ja, es gibt mittlerweile viele, viele mehr Möbel, Cindy. Also wirklich einige neue Möbel. Beziehungsweise da ist es halt Deko. Soll ich den Anker eigentlich mal lichten, oder? Ja. Okay. Setze einen neuen Kurs. Anker ist gelichtet. Uff. Warum uff? Was willst du mit mir mit uff sagen, Sini? So, was ist denn eigentlich das neue Ziel? Tauschen wir mal. 7390. Der Hai? Irgendwo? Oder habe ich mir jetzt gerade eingebildet? Hast du dir, glaube ich, eingebildet. Okay, gut. Cool. Ja, mein Fortnite. Eben, ich habe fast ein Gigabyte Update. Von Raft? Oder was meinst du mit Update? Oder von PC? Hast du den Anker gelichtet? Ja. Oder war der gar nicht? Nein, nein, ist oben. Ich glaube, wir könnten uns neue Kisten mal machen mit der Menge an Zeug, was wir haben. Tu, was du nicht lassen kannst. Generell mal gucken, wie wir hier weiterbauen. Bin ich mir noch gar nicht so sicher, hier, um ehrlich zu sein. Ich glaube halt gerade fürs Essen. An sich könnte man diese ganze Schmelzstation, sowas, jetzt näher an den Rand des Boots holen, ach, damit du mehr Platz für eine Küche hast. Hat er dich gesnackt? Nee, getroffen hat er nicht, aber war knapp.
Wir bleiben an irgendwas hängen. Bist du sicher? Auf die Idee wäre ich ja gar nicht gekommen. Hallo? Wieso geht das nicht? Ah! Weil hier kein Dingens ist, okay. Was ist das denn? Hier hinbauen? Ich glaube schon, aber dann ist... Ist der hinfällig? Und ich wollte mir auch die neue Angel machen. Ich guck mal, ob der hinfällig ist oder nicht. Ist er. Okay. Gut. Wir drüber gesprochen haben. Ja. Batterie ist leer von der Schrottpresse. Ja, ist halt echt blöd, dass das alles halt mittlerweile Batterien braucht, gell? Wenn nicht, dass ich davon nicht jetzt durch unsere Kunststoffvorräte ein bisschen was herstellen könnte. Das ist doch gut. Oder nicht? Allerdings, ich meine, ich habe jetzt eine leere Batterie. Konnte man die irgendwie aufladen, weißt du das noch? Damals nicht. Meinst du jetzt eventuell? Vielleicht haben sie da was Neues gemacht. Wir hängen übrigens nicht mehr fest, falls dir aufgefallen ist. Okay. Nee, das ist tatsächlich nicht. Lege sie mal in den Müll, nicht abspülen. Okay. Ich mach da meistens sowieso nichts, also. Alles chillig. Okay. Wie kommt es, dass der Hai euch gar nicht ärgert? Er ärgert uns so oft genug. Glaub mal. Haben wir ja auch oft genug schon gekillt, den Hai. Hey, ich brauchte Seile. Haben wir irgendwo noch einen Seilvorrat? Ich habe die nicht angemacht, die. Ich habe die angemacht. Achso. Da. Beweisstück A. Er ärgert. Ach, krass, für Kopfbrühe braucht man sogar den hier zweimal Pummel. Pummelfisch. Und wir brauchen für alle, die da hängen, Milch für alle Rezepte. Das ist natürlich blöd mit der Milch. Das heißt, wir brauchen wirklich irgendwann mal Tiere auf dem Boot. Ja. Vor allem die Tiere müssten ja eigentlich auch unten auf die Etage, weil ich glaube, Treppen hoch war immer blöd mit denen, gell? Ich weiß es nicht mehr. Du, ich wollte doch noch irgendwas gerade bauen. Bogen! Ich wollte meinen fucking Bogen bauen. Ach nee, das geht nicht, weil wir da nichts haben. Kann ich den denn? Nee, kann ich nicht. Warum geht das nicht? Da wird's gehen. Weird. Hast du eben Pummelfisch gesagt? Ja, weil ich gerade nicht mehr weiß, wie der Ding ins Fisch heißt. Pufferfisch. Pufferfisch, ja. Eben, genau das. Dena? Ja? Wir sind zurück. Oh. Frau Navigatorin. What the... What? Was? Wie? Weil der Grill stand, ich glaube auch, dass es wegen dem Grill halt ist, aber ich muss halt gucken. Ich würde den halt gern wegmachen. Dafür muss dann halt da einer hin. Und auch generell die Wände auch wieder austauschen gegen die besseren Wände. Was mache ich mit der Zeit erst, wenn wir viel Holz haben, weil das Holz, was wir gerade haben, würde ich ganz gern dann doch aufheben für die Schmelzen zu befeuern, alles drum und dran. Ich denke ja mit. In den meisten Fällen jedenfalls. Müsste der Grill weg, denke ich. Ja, aber der Grill kann auch da stehen bleiben, alles gut.
segeln vor allem immer weiter weg von da, wo ich hin will. Wind ist gerade eine harte Bitch. Drehe ich mich eigentlich im Stuhl, wenn ich mich drehe? Nee, ne? Nee. Hey. Schade. Hätte ja klappen können. Was hat man denn noch alles gefunden gehabt? Offenes Buch, Motivationsspruch. Kann eh kein Mensch lesen, was da steht. Geschirr haben wir, Becher Live, und Besteck. Hast du gesagt? Live, love, love. Steht da einmal? Keine Ahnung, aber das ist so der typische Motivationsspruch, wow, den sich Leute in die Bude hängen. Okay. You got me. You got me, Lena. Alpha Karpfen. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Das würde ich mir gerne mal angucken. Komm gerade absolut nicht von der Stelle. Müssen wir jetzt wieder paddeln, oder was? Einmal, solange sich der Wind nicht dreht, wird das hier nichts. Ach, geht das auch? Alter, das ist ja geil. Lena, komm mal runter. Warte, ich guck's gerade bei dir. Man kann die so wundergeil. Man kann die echt cool hier an die Pfosten hängen. Pfosten hängen, ja. Ja. Du Pfosten. Oder auch an die Decke. Ah, das ist ja aber hinstellen ist doof. Außer das würde. Das kann man so nicht. Oben hat man keinen Tisch bis jetzt, ne? Nee. Ja, Dreck. Ans Segel selber dran geht auch nicht. Sad. Lena ist am Angeln. Und Sinni ist am Pusten. Dankeschön dafür, Sinni. Frage ist halt. Die könnten weg, wenn hier durchgängig wäre. Ja, also kann ich die da ruhig hinmachen. Zack. Sogar richtig hell. Meine Güte. Aber es bedeutet ja. Ne, die müssen behalten. Dann müsste ich die eins noch rüber. Obwohl, nee, wenn ich Wände mache, sind ja die Stützen eh egal, ne? Das ist richtig. Ja, alles nicht so einfach. Ist auch irgendwie auch kein Müll zum Einsammeln bis jetzt, ne? So. Wir bewegen uns ja nicht von der Stelle. Ach so. In welche Richtung müssen wir denn? Ja, in die das Segel steht. Ich kann oben nicht paddeln, das ist dir bewusst, doch, ne? Das kannst du. Das kann man? Ja. Paddel ist aber fast kaputt, ich muss eigentlich schon ein neues machen schon wieder. Warte mal. Wo waren diese blöde Paddel nochmal? Werkzeug? Nee. Okay. Da, Navigation. Planke, 4, Kunststoff und Seil. Hab ein neues Paddel. War erstmal ein alter. Bewegen wir uns? Nee. Hey. Dieses geht hier vielleicht oben nicht. Das ging mal. Das geht oben nicht. Oben, das ist ja dann riesig. Das gab bei dem früheren Patch gab es diese Kollisionsabfragen nicht, ob oben oder unten. Da hat einfach das Raft an sich als eine Ebene gegolten. Das geht aber nicht mehr anscheinend. Ja, ich meine, den Boden juckt's ja auch nicht. Du paddelst ja gerade durch den Boden. Ja. Boden. Ist nicht allzu weit weg, Nolan. Was? Bist du hinpaddeln? 2000. Ja, ich hoffe, dass ich gleich aufhören kann zu paddeln. Kannst du ein bisschen weiter nach rechts paddeln? So? Der Hai ist da. Ja, ich kümmere mich. Okay. Ich höre mal auf zu paddeln, mal gucken, ob wir weiterkommen, ja?
Nein, tut mir nicht. Warum ist das hier so ein Dead End? Ja, weil der Wind gerade komplett entgegen unserer Segelrichtung ist. Dieses Problem mit den Blasen. Freund fragt, ob du kräftig Spinat gegessen hast, weil du ruderst und ruderst das ganze Boot alleine bewegst. Ja, ich bin Popeye der Seemann. Düt, düt. Hier ist aber wieder irgendwas am Phrasen. Ich phrase mal mit. So. Aber viel süßer, danke schön. Tanz mal ein bisschen beim Paddeln, das ist echt langweilig. Man kann auch Moonwalken beim Paddeln, Hornlaufen beim Paddeln. Kann ich jetzt wieder aufhören? Nein. Alter. Das ist ja spannend, du. Ah, nee, Windrichtung sagt nein. Ich kann auch Kniestützen machen, aber Kniebeugen. Kniestützen, was war das denn? Noch ein bisschen weiter nach rechts. Bisschen eher diagonal. Shake your booty. Ja, das wird schwierig mit der Steuerung in Raft, das zu simulieren. Gib's dein Bestes. Mein Paddelfleisch wieder kaputt. Es ist kaputt, ich trinke mal gerade was. Ich sehe schon, der Wind ist immer noch in unser Gegner, wa? Yep. Kann doch nicht wahr sein, ey. Ich überlege schon, ob ich irgendwie meine linke Maustaste einklemmen kann, dass ich gut in den Rauchen gehen kann. Aber das klappt, glaube ich, nicht. Habe ich irgendwas zum... Ist aber schwer genug, warte mal. Ich versuche mal kreativ zu sein. Ja, es klappt. Das ist ja nice, dann gehe ich mal kurz dann rauchen. Okay. Bis gleich. Bis gleich. Ach, jetzt muss ich eigentlich schon raustappen wegen dem. Oh, warte, ich überprüfe noch einmal kurz die Richtung. Kleine Nolan auszublenden. Ja, doch, passt. Sieht gut aus. Da müssen wir gerade aber kurz mal raustappen wegen Klein Nolan. Warte mal. Damit ich weiß, wie ich schneiden muss. So. Okay, ich sag bis gleich. Bis gleich.